4x3 Minuten im Schwergewichtskampf jetzt. Ne? Beide Boxer deutlich mehr auf den Rippen als die Athleten, die wir zuvor gesehen haben. Vincenzo Anzalone gegen Eugenio Milazzo. Anzalone, auch bekannt als Journeyman, der kurzfristig mal gebucht wird. Allerdings möchte er heute hier vor fast heimischem Publikum, er hat eine ganze Fangemeinde dabei, seinen ersten Profibox-Sieg mit nach Hause nehmen. Meine Damen und Herren, ringfrei. Kurze Einweisung vom Ringrichter aus Hamburg, Klaus Hagemann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt zu Hause so mitbekommt vom Bildschirm, aber die Fans von Vincenzo machen hier ordentlich Party. Round one. Vincenzo versucht hier direkt in den Mann reinzugehen. Setzte auch einen harten rechten Körpertreffer. Beide versuchen hier mit dem Jab durchzukommen. Anzalone sowie auch Milazzo. Milazzo hier mit zwei rechten Fingern, die leider die Luft trafen. Vincenzo Anzalone deutlich mehr Gewicht als sein Gegenüber. Sichtbar deutlich mehr. Kam hier mit dem rechten Schwinger einmal, zweimal durch, setzt direkt nach Anzalone. Offener Schlagabtausch. Der Ref geht kurz zwischen, weil Milazzo mit dem Handschuh in den Seilen hing. Kurzes Shake Hand hier. Kampf ist wieder freigegeben. Anzalone setzt hier direkt wieder nach. Eugenio Milazzo dreht den Kopf weg, kassiert ein, zwei Schwinger hier. Gute Treffer von Anzalone. Kopf ein bisschen zu tief gehabt. Die letzten Sekunden hier. Anzalone kommt nochmal mit dem rechten Schwinger durch. Ende der ersten Runde. Thank you.
Second out. Ringfrei. Zur Runde 2, Round 2. Die zweite Runde hier im Superschwergewichtskampf. Vincenzo Anzalone gegen Eugenio Milazzo. Die erste Runde klar und deutlich für mich für Anzalone. Kam im offenen Schlagabtausch viel besser durch, setzte die Hände, die besseren Akzente. Oh! Schwerer Schwinger, der hier Anzalone zu Boden wirft. Und da kommt auch direkt das Handtuch aus seiner Ecke. Er liegt hier. Und Vincenzo Anzalone lässt sich von seinen Fans feiern. Überglücklich. Da fließen Tränen. Der erste Sieg in über 18 Kämpfen. So, meine Damen und Herren, so beide Fighter bitte zur Urteilsverkündung in die Mitte und ich danke den Zuschauern gerade auch nochmal von Vincenzo, dass sie ruhig geblieben sind, wenn ein Boxer liegt. Dann sollte man ein bisschen eine Ruhe bewahren. Meine Damen und Herren, nochmal Applaus für die beiden Fighter. So, jetzt möchte ich euch auch gleich gerne hören. Sieger in diesem Kampf nach 28 Sekunden in der zweiten Runde. Die rote Ecke, Vincenzo Anzalone.